Wenn ihr an meiner Stelle wärt, würdet ihr bemerken, dass Geld halt gar nicht so wichtig ist. Ja? Man sieht es so lange für wichtig, bis man ganz oben ist. Oder was heißt ganz oben? Für mich ist das halt da, wo ich hin wollte. Und dann merkt man, Alter, es hat sich gar nichts verändert. Damals war es sogar viel cooler, weil man hatte irgendwie noch die Möglichkeit zu hustlen. Man hatte irgendwie noch was, worauf man sich freuen kann. Man hatte irgendwie noch andere Freunde und Leute und man hatte irgendwie auch noch andere Gedanken. Also das Geld verändert schon viel, muss man dazu sagen. Und du kriegst nichts am Ende. Du stehst genauso da wie vorher. Und das muss man erstmal lernen. Das ist wirklich ein Weg. Und Geld bringt euch nichts, ja? Ihr könnt es als Werkzeug benutzen, ihr könnt dadurch frei sein, ihr könnt euch Sachen kaufen, aber überlegt euch mal, entweder diese ganzen Sachen, die da rumstehen, die ihr anguckt, die dann vielleicht toll sind, oder ein freies Leben, wo ihr sagt, boah, ich reise jetzt um die Welt, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, ich gehe halt weniger arbeiten, ich chille, ich schlafe aus. Weißt du, mit wenig Geld geht das auch alles. Dafür muss man nicht 10 Jahre lang arbeiten. Also im Endeffekt gibt es da ein cooles Buch, was mir auch da weitergeholfen hat. Das ist der Mensch, der sein Ferrari verkaufte. Und durch das Buch habe ich damals auch gemerkt, okay, es gibt zwei Wege für mich persönlich und das ist einmal der richtige Weg, Geld zu verdienen, ja, also viel Geld zu verdienen und der Weg, arm zu sein. Aber nicht arm zu sein im Sinne von, ich bin jetzt obdachlos, sondern in dem Sinne von wegen, ich verzichte bewusst darauf, ja. Ich verzichte bewusst auf mehr Arbeit, ich mache weniger, ich finde zu mir selbst, ich meditiere mehr, ich mache eine Reise, ich lerne die Welt kennen, ich mache alles low budget. Und damals, als ich auf dem Jakobsweg war, ich habe mein Abi fertig gemacht und da bin ich auf dem Jakobsweg pilgern gegangen, zu Fuß 600 Kilometer. Und da ist mir auch klar geworden, weil diesen Weg habe ich so gut wie ohne Geld gemacht mit einem Kumpel. Wir haben, glaube ich, 300 € verbraucht in diesen Monaten. Und das war echt extrem wenig. Wir haben sehr viel geteilt miteinander. Wir haben oft draußen geschlafen, sind in Turnhallen eingebrochen, haben da geschlafen, haben uns, wie gesagt, wenig Dinge gekauft auf der Reise. Und da habe ich das erste Mal so richtig krass gemerkt, dass wenig Geld oder wenig Bezug zu Geld halt auch ultra frei machen kann, ja. Das ist wirklich eine Lebenseinstellung. Und deswegen habt meine Worte im Kopf, jagt dem Stuff nach, um euch unabhängig zu machen. Aber wenn ihr jetzt das Ziel habt, nur Geld zu verdienen, des Geldes wegen, lasst es bleiben. Hört damit auf und lebt euer Leben, ja. Ihr habt nur eins. Und dann sollte man sich irgendwann fragen, investiere ich jetzt 10 Jahre, um Geld zu verdienen oder fange ich jetzt an zu leben, ja. Ich hoffe, ihr versteht mich so ein bisschen.